So, lala, willkommen zurück zu diesem lustigen Spiel, das sich da vorne führen. Wir befinden uns gerade beim ehrwürdigen Hohepriester des der lustigen Strahlenden. Ja. B. Er hat übrigens einen schönen Thron, hat sich hier besorgt, ne? Also, gerade so diese. Die Schädel sind auf jeden Wir Fall. Wir werden gespalten, bevor Schwester Mai ihre Arbeit an den Dekontaminierungsbögen abschließt. Schwester Mai? Aha. Aha, diese Dekontaminierung. Ich erinnere mich. Das ist, Schwester Mai, das ist interessant, oder? Leuchtendes Blutpaket? What? Moment, was kann denn ein leuchtendes Blutpaket? Oha. Moment, Hilfsmittel? Das ist wahrscheinlich nicht das, was es normal so macht, oder? Strahlung widerstehen, plus 82%, TP 76... Es teilt 76% einfach so? Wo wir gerade dabei sind, das kann ich hier nicht nur leveln. Ich könnte die mysteriösen Fremden leveln, oder ich level nochmal Packmeister. Oder ihr könnt hier Strahlungsresistent leveln. Gab es hier nicht irgendwo mal den Ghoul? Ne, wo war denn das hier? Festgewachsen. Festgewachsen werde ich genau meinem Perk. Einfach drauf rumstehen und nur Zeug machen. Massiert das Feuer? Wo gab es doch immer so ein cooles Perk, was man relativ spät erst kriegen würde? Was jetzt sowieso schon zu spät ist, das zu leveln. Wo man irgendwie. Mantium-Skelett. Nachtmensch, Strahlungsresistenz. Nee. Was war denn das? Wo man quasi zum quasi Ghoul wird, weil man so ein bisschen strahlt. Was war denn das hier? Oh, finde ich jetzt nicht. Oder? Ah, da, hier, ghoulisch. Natürlich bist du noch ein Mensch. Zumindest äußerlich. Deine verlorene Gesundheit wird durch die Strahlung regeneriert. Ach so, naja, gut, man kriegt aber trotzdem Schaden und Strahlenschaden. Das bringt ja nicht viel. Na gut, also wie dazu, wie nur sei. Ich weiß, ich könnte Schlösser knacken. Kann ich nochmal weiterleveln? Ja, gut, das ist totaler Quatsch. Schlösser einfacher knacken ist es. Scheint mir wie die Verschwendung von Skillpunkten schlechthin zu sein. Viel Spaß, Wehrhündchen. So, guck mal, hat sie hier nicht noch was? Verzeihung, Schwester. Verhaber wird Atoms Zorn spüren. Aha, also das klingt schon so, als sollte man sich vielleicht doch mal überlegen, zum Gegenschlag anzusetzen. Ja, was gibt es denn, mein Kind? Nix, ich durchsuche nur deine Schränke, aber... Das ist die Lübe, ne? Das ist hier ein bisschen... Man denkt, dass das alles hochgradig strahlend ist, ne? Ich finde es übrigens schön, dass ich hier alles mitnehmen darf, weil da anscheinend die Leute meinen, die leere Blumen, so lässt die gar nicht, da wächst ein Lust der Pilz drin. Hat der noch was zu sagen? Entschuldigung, hoher Beichtvater. Gepriesen sei Atom, mein Kind. Brauchst du etwas? Ja, deine Kanone wäre auf die was? Muss sonst noch was erledigt werden? Ich warte noch auf die Ergebnisse deiner Nachforschungen. Könntest du dafür sorgen, dass sie schnellstmöglich abgeschlossen werden? Oder gab es sonst noch was? Nö. Also, das ist auf die Masse Erinnerung zu fangen? Erstmal nicht. Atom, behüte dich. Ich könnte natürlich einfach nach die Masse. Ich frage mal nach die Masse Erinnerung. Hoher Beichtvater. Hallo, mein Kind. Benötigst du etwas? Ja, hier. Diese Erinnerungen, an die du heran wolltest. Ich habe einen Weg gefunden. Wirklich? Bei Atom, mein Kind. Ich will gar nicht wissen, was du tun musstest, um an diese Information zu kommen. Dir ist hoffentlich klar, dass du alles, was du findest, direkt zu mir bringen musst. Ich werde dafür sorgen, dass dich niemand aufhält. Und sei vorsichtig. Viele unserer Geschwister sind bei dem Versuch gestorben, hinter das Geheimnis dieser verfluchten Maschine zu kommen. Tu, was getan werden muss. Das war ja einfach. Das ist okay, gut, dann behalten wir das so, weil das ist... Naja gut, das ist... Wahrscheinlich komplett gehört, dass wir... Warte, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich gehe jetzt noch runter. Das gehört wahrscheinlich ein bisschen zur Enttäuschung dazu, die mit... Oder ist hier... Dein Pip-Boy hört sich wenig begeistert an. Ja. Erst wenn wir von hier... Mein Pip-Boy hört sich gar nicht mehr. Ich brauche mal, das ist... Wahrscheinlich verschwinden. Wahrscheinlich lagern da unten die Waffen, oder? Einrad? Oh, nö, anscheinend nicht. Ach, schön, dass hier unten so stark strahlt. Ach, dass die verdammten Kerzen auf... Ach, die Fusionskerne stehen müssen. Bist du im Nebel? Bei Schwester Mai bekommst du Vorräte. Ach, Schwester Mai, das ist, die scheint recht wichtig zu sein für sowas. Aha, ich denke mal, das ist der Reaktor, der auch minimal leuchtet. Da stellt sich wirklich die Frage, wie zur Hölle kommen die Leute hier überhaupt aus? Also, allein hier rumzurennen. Oh, ich höre Ratten. Ah, nee, doch nicht. Wenn du die Gruft suchst, bist du hier falsch. Ich kümmere mich um alles. Wenn du was anfasst, reiß ich dir ein Bein aus. Kapiert? Wer ist sie denn? Gruft? Was soll die Gruft im U-Boot? Habt ihr nicht die ganze Basis? So bleiben unsere Gefangenen in der Nähe seines Leuchtens und der Familie. Hier sollte ein Kind die Ewigkeit verbringen. Eine wahre Ehre. Für wenige. Was? Warum sollte man jemandem einen Platz in der Gruft verwehren? Du warst da draußen, oder? Dieser Ort ist gefährlich. Ein falscher Abzweig im Nebel? Tut mir leid, Bruder. Für die Familie verloren. Zu nah der falschen Siedlung? Für die Familie verloren. Atom steht dir bei, wenn du Tactus schief anschaust. Großartig. Du magst Tactus nicht, was? Ich hab kein Problem mit Tactus. Guter Anführer. Ich sollte mich dann mal wieder an die Arbeit machen. Verflucht! Du
Du, Schwester, aha, interessant. Das hört sich tatsächlich nach Kritik an, aber ich hätte gerne noch ein paar mehr Fragen, bevor du... Verzeihung. Ich mache keine Führungen. Ich halte dir alles am Laufen. Also beeil dich bitte. Ja, aber... Was kannst du mir über das U-Boot erzählen? Hat nichts abgefeuert, wenn du das meinst. Hat es während der großen Spaltung nicht mal aus der Bucht geschafft. Gut so. So ist es für uns erhalten geblieben. Große Spaltung? Was ist das? Atoms große Spaltung? Vor 200 Jahren wurden Tausende, Millionen in einer Sekunde wiedergeboren. Sie sind jetzt bei Atom. Inzwischen nehmen wir den Weg mit Ausblick. Sind zu dem Leuchten länger ausgesetzt. Langsame Spaltung. Mhm. Ja, und hat das Boot noch? Und die Atombomben? Kann man die nicht benutzen? Der Startschlüssel fehlt und das System kann nicht gehackt werden. Glaub mir, wir haben es versucht. Also die Irren hätten sich einfach in die Luft jagen können. Der Startschlüssel fehlt. Da stellt sich natürlich die Frage, wo zur Hölle ist der? Wahrscheinlich in einer anderen Basis, oder? Na, prinzipiell müsste ja irgendwo der Kapitän rumhängen. Naja, was macht sie denn hier? Du hast gesagt, du kümmerst dich hier um alles? Das Schiff, ja. Eine der mächtigsten Quellen des Leuchtens. Auf einer Insel, die voll davon ist. Mein Job ist es, es zu bewahren. Wenn du mich dabei störst, wird Atom dich richten. Aber zuerst komme ich dran. Atom bekommt dann, was noch übrig ist. Ich sollte dann wohl mal gehen. Gut. Ah ja, das Problem ist, sie halt zu befragen ist, dass wir müsste ich mein Strahlenzeug mitnehmen. Das könnte schwierig werden. Ja, die kann man so, kann man machen sich hier. Ja. Also hier unten sieht es immer freundlich. Die Frage stellt sich nicht, die sich mir jetzt von selbst. Aus Vorkriegszeiten waren hier schon, Achtung, atomare Strahlungszeichen. Das lässt ja schon mal tief blicken, wie hart strahlend das hier sein muss. Das ist hier unten für ein langer Raum. Und die, wie haben die ja einfach nur ein. Ist das einfach nur ein Raum mit Atommüll drin? Das heißt, es nicht immer auf U-Booten, das ist großer Platzmangel? Das muss mir jetzt mal erklären, wie soll es hier einen so einen Raum geben kann, wo einfach nichts los ist. Außer. Na gar nicht, wir sind doch immer noch im U-Boot. Vielleicht ist das U-Boot von. Du wieder. Das ist immer noch nicht die Gruft. Du kennst ja unsere Regeln, was das Anfassen angeht. Ja. Danke für den Superkleber. Immer noch nicht die Gruft. Ja. Ich finde das hier unten trotzdem sehr unheimlich. Ah, vor allem, dass es so gut, so viel Platz ist. Aber was ist denn mal hinter der Scheibe? Achso, da komme ich her, oder? Scheibe komme ich her. Haben wir noch irgendwas Schönes? Welchen lustigen Reaktor? Oder welche Technik, die nicht funktioniert? Also eigentlich für ein U-Boot ist das hier ganz schön geräumig. Ich denke mal, das ist eher den Sachzwängen eines Spiels ausgezeichnet, dass hier so viel Platz ist zum Herlaufen. Weil eigentlich müsste das U-Boot, glaube ich, super eng sein. Was haben wir hier im Benzinkanister? Oh, das ist einer der Reaktoren. Der sieht aber nicht mehr ganz fit aus, Freunde. Da würde ich mir ein bisschen Sorgen drum machen. Wenn der örtliche Reaktor so eine Geräusche macht, von sich gibt. Ich finde das sehr besorgniserregend. Hier ist gleich hier spielen. Ja, hier ist gleich. Oh, was haben wir hier Schönes? Ein kurzes Radiumgewehr? Jawoll! Eine Armee-Munitionstasche? Was soll mir die bringen? Aber gut, dass ich sie mitgenommen habe. Ohne Witz. Was soll bringt die Armee-Munitionstasche? Kann ich die einfach anziehen? Nö. Nö. Da kann ich gar nichts machen, oder? Nee. Das Radiumgewehr an sich, das ist ja eigentlich auch nur irgendwie eine bessere Anhieb. Was? Das Radiumgewehr verschießt? 5 Verzehrpatronen? Da gab es irgendwo das bessere Mango oder so. Wie viel Schaden macht das? Achso, das verschießt normale Munition, die gleichzeitig strahlt. Also wie viel macht mein jetziges? Der Aderlasser? Achso, ja. Ich habe ja noch ein bisschen was gefunden. Das Gleisgewehr macht eigentlich mehr Schaden. 230, die Bolzen, ja. 150 Stück habe ich davon. Ah, ich glaube nicht, dass ich das Radiusgewehr für irgendeine Waffe. Ich meine, selbst hier, das die komische Gamma-Kanone, die macht ja wenigstens 111 Strahlenschaden, aber das Radiusgewehr, das sieht mir ziemlich sinnlos aus. Also, selbst wenn ich jetzt nochmal zurückreisen würde, um das voll durchzumodden, kann ich mir nicht vorstellen, dass das großartig gut wird. Weil davon abgesehen, dass es mir sowieso ein bisschen an Aluminium mangelt. Oh, was man hier schon ist. Oh, das ist anscheinend die Gruft. Stellt sich jetzt die Frage, dass die ursprünglichen Bewohner. Oder sind das die neuen, die sich abgeliefert haben müssen? Das sind wahrscheinlich nicht die ursprünglichen Seemänner, oder? Ne, hier sind noch Plätze frei. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht die ursprünglichen Seemänner sind. Die ob da sind? Ich finde sehr schade, dass hier ein bisschen so Hintergrund-Lore fehlt. Ich hätte gerne so ein paar Erklärungen. Voltigler-Bordtitel? Was macht denn ein Voltigler-Bordkill hier? Das Problem ist leider, dass das die Fallout-Engine, also zumindest Fallout 4, in der Hinsicht so enttäuschend war, dass ich fest davon ausgehe, dass der Bordkill hier purer Zufall war. Und überhaupt nichts damit zu tun hatte, dass das hier. Also es hat keine Bedeutung. So. Das hätte genauso gut, dass die nicht da liegen könnten. Jetzt können wir wieder unser Stell. Schmeiß auf ein paar Rücke und das Anzug. So. Weil, naja, ne?
In jedem anderen Spiel hätte ich gesagt, aha, Voltec-Laborkittel, mysteriös. Aber hier denke ich mir so, naja, das hat RNG. Hallo, Ikilola. Naja, hat RNG halt hier ganz random hier mal den Laborkittel spawnen lassen. Aber das Boot ist doch ganz schön groß, wenn man sieht. Ja, gut, doch. Es könnte von innen knapp reinpassen. Ja, doch. Sieht eigentlich recht massiv aus. Doch, doch. Ja, doch. Das Zeug könnte reinpassen, was da alles ist. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Strahlung. Ekelhaft. Ekelhaft. Ach du Scheiße. Ich bin tot. Okay, ich bin noch nicht tot. Ich bin überrascht, dass ich nicht durch den Fallschaden gestorben bin. Das ist mir ja schon öfter passiert, aber... Irgendwas sagt mir, dass ich hier unten auf keinen Fall sein sollte, dass ich mir erstmal gleich ein schönes Strahlenschutzmittel reinhauen werde hier. Alter, 55 Rad die Sekunde ist, ist nicht unbedingt Tschernobyl-Ausmaße, aber schon nah dran. Möchte man... So, ja, gucken wir mal, was wir in dem Kasten haben, bevor wir Hexenherde, die Schwa Obert Kruje, liest die so... Ach so! Fanatiker Tail, was haben wir? Schwester Mai hilft den hohen Weichmann, das Fleisch ins Wasser? What? Achso, das war das andere Ding. Ja, das interessiert mich hier gerade null. Ich möchte eigentlich für die Kinder des Atoms erstmal alle Missionen machen, die nicht so wichtig sind für die. Und dann halt erst die eigentlichen Missionen, also dann hier die Jungs verraten. Ich mag die Kinder des Atoms nicht, ich habe bereits in der Vergangenheit habe ich die Jungs bereits schwer verraten. Ich werde das auch weiterhin tun, diese komischen Atomidioten einen nach dem anderen den Kopf von den Schultern zu schießen, aber. Erstmal. 5 Rad. Warum habe ich mich überhaupt bemüht? Hallo, Schwester Mai. Willst du sehen, was ich habe? Wo seid ihr gerade im Spiel? Ich bin mit dem Hauptspiel durch und spiele gerade Farhabe und ich bin gerade relativ am Anfang, weil ich jetzt ein bisschen an Farhabe so umgerannt bin und bin jetzt bei den Kindern des Atoms und infiltriere die gerade neu. Brauchst du Hilfe? Ich wollte nur fragen, ob du bei irgendetwas Hilfe brauchst. Nun, ich habe da ein Projekt, bei dem ich nicht weiterkomme. Du hast auf dem Weg rein sicher die Dekontaminierungsbögen gesehen. Ich versuche schon ewig, sie zu reparieren. Aber es gibt ein Problem. Ich brauche einen Pumpenregulator, dem auch Industriechemikalien nichts anhaben können. Wenn es sowas auf dieser Insel gibt, dann in der Wimpop-Fabrik. Aha! Da wimmelt es aber vor Mutanten. Wenn du mir das Teil besorgst, kriegst du eine Belohnung. Interessiert? Aber sowas von. Warum die Dekontaminierungsbögen reparieren? Beseitigen die nicht die Strahlung? Nicht mit meiner Modifikation. Ich habe die Filter überbrückt. Wenn der Regulator an Ort und Stelle ist, kriegen wir eine große Dosis Leuchten hin. Du willst ihn also für mich holen? Ja, bestimmt. Okay, ich finde den Pumpenregulator für dich. Ja, fantastisch. Ich denke, du findest ihn irgendwo beim Mischraum. Pass einfach auf dich auf, in Ordnung? Und? Brauchst du noch irgendwas anderes? Ich habe mir vor allen Dingen kurz gedacht... Jetzt gerade nicht. Ich werde hier sein. Weil ich habe gerade kurz gedacht, naja... Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die so ein bisschen Dekontaminierung vorne haben, aber nein. Fanatiker Teil? Thiel, was will ich denn? Fanatiker Thiel. Ja, brauchst du etwas? Brauche ich was von ihr? Ah, nee, Schwester Gwynnis? Warte, Schwester Gwynnis? Welche war denn Schwester? Ich lese mir einmal die Notizen von Dings durch. Der Beichtvater hat mir doch noch was gegeben, oder nicht? Nee. Daten? Nein. Bin so doof. Diverses? Ja. So, wie heißen die denn jetzt richtig? Das ist sehr, sehr schade, dass es hier keine Suchfunktion gibt. Das würde hier enorm helfen. Geheimnisvolles Hobern, daher ist das. So, heißen die. Bitte Notizen von Beichtvater Pale? Ja. Tatsächlich. Aubert. Okay. Das ist ja eine krasse Notiz. Wirklich, Beichtvater, da hast du ja richtig Wissen reingeballert. Also wirklich. Ach so, das ist ja diese wiederholbare Quest wahrscheinlich, oder? Die wiederholt sich da wahrscheinlich über und über. Komm ich da nicht ran? Warum komm ich da nicht ran? Ich will das Zeug greifen. Was bieten die da eigentlich überhaupt? Das ist der Alchemist. Den kennen wir schon. Mentat. Naja, wird man locker. So. Entschuldigung, Fanatiker Thiel. Ja, brauchst du etwas? Der Großfanatiker schickt mich. Erzähl mir mehr über Schwester Gwyneth. Also gut. Wie dir der Großfanatiker sicher schon mitgeteilt hat, war Gwyneth einst ein ergebenes Mitglied unseres Ordens. Sie hatte zwar so ihre Launen, aber viele mochten sie. Vor allem der Großfanatiker schien sehr angetan von ihr zu sein. Zumindest so lange, bis sie sich von Atom abwandte. Es war meine Pflicht, sie zu finden, aber Gwyneth war schon immer sehr gerissen. Ich muss leider zugeben, dass ich versagt habe. Tja, aber warum hat sie sich abgewandt? Wieso hat sich Gwyneth von Atom abgewandt? Ich kann dir nur sagen, was ich gesehen habe. Sie hat im Stillen gebetet, als sie plötzlich aufsprang und rief, dass Atom eine Lüge sei.
Als Tektis sie zur Rede stellte, schlug sie ihn so fest, dass er zu Boden ging. Als ihr klar wurde, was sie getan hatte, flüchtete sie. Tektis wollte, dass sie jemand verfolgt, ein Exempel an ihr statuiert. Aber er hatte das nicht zu entscheiden. Beichtvater Martin wollte, dass wir abwarten. Wir hofften auf ihre Rückkehr. Aber sie kam nie zurück und wir hielten sie für tot. Das war das Ende von Gwyneth. Dachten wir zumindest. Einer der Messdiener hat sie bei einer heiligen Stätte gesehen. Aber sie konnte im Nebel entkommen. Kurz darauf tauchten die blasphemischen Nachrichten auf. Und wir wussten, dass sie das gewesen sein musste. Hä? Und warum ist jetzt... jetzt die blasphemischen Nachrichten... Also für den gefestigten Glauben sollten doch blasphemische Nachrichten eigentlich kein Problem sein, oder? Wenn der Glaube wirklich fest ist, da kann doch eigentlich kommen, was da wolle. Da müsste das überhaupt kein Problem sein. Aber ich glaube, das ist mal so die Standardannahme, die irgendwie nie funktioniert. Wieso ignoriert ihr sie nicht einfach? Ist Gwyneth wirklich so eine Bedrohung? Nein, das geht nicht. Atoms Wille ist hier eindeutig. Ketzerei darf nicht toleriert werden. Na, toll. Ja, aber... Oh, dir das vorzuwerfen, ist sicherlich eine super Idee. Ich weiß, dass du mit Gwyneth befreundet warst. Kann es sein, dass du absichtlich versagt hast? Ich würde mich nie Atoms Willen widersetzen. Mein Glaube ist mein Leben und meine Hingabe zu Atom ist vollkommen. Trotz deiner Beleidigungen ist es meine Pflicht, dir bei dieser Sache zu helfen, also tue ich es. Du solltest zuerst bei den heiligen Städten suchen. Vielleicht findest du einen Hinweis, den ich übersehen habe. Aha, großartig. Na toll. Na gut, soviel dazu. Conny, wie viel Strahl ich schon wieder bin? Nur weil ich in diesem Dialog durch rumstand und mich nicht bewegt habe. Oh, diese Strahlung. Oh Mann. Ich versuche gerade im Hintergrund schnell auf Facebook eine Nachricht zu lesen. Das ist nicht so einfach, weil mir meine. Weil mir Facebook einfach diese Bienen. Betrachte das als Warnung. Ja, aber ich habe doch hier die Erlaubnis. Schwester? Atom behüte dich. Ich hab doch die Erlaubnis. Ab hier bist du in Atoms Händen. Ja, aber ich hab doch Erlaubnis, bestimmt. Wahrscheinlich strahlst darin jetzt auch wieder wie sonst was. Ja. So, fertig abgelegt übrigens. Egal, machen wir mal Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.